Schön, dass du es auch in dieses Video wieder geschafft hast. Mein letztes Video hat nicht allzu viel Aufrufe, wobei es wahrscheinlich eines der wichtigsten Videos überhaupt war, denn viele Leiden der Menschen können erklärt werden mit diesem Video, weil man die Krankheiten, die entstehen heutzutage, in zwei Typen unterteilen kann. T-Helferzellen 1 Überschuss und T-Helferzellen 2 Überschuss, das sind bestimmte Immunzellen. Und diese sondern Botenstoffe aus. Und wenn diese Botenstoffe vermehrt auftreten, dann kommt es zur Manifestation bestimmter Krankheiten. TH1-Überschuss und TH2-Überschuss, bestimmte Krankheiten. In dem ersten Teil habe ich ebenfalls erklärt, was ihr beim Arzt testen lassen könnt und solltet, falls ihr Verdacht habt auf Autoimmunkrankheiten, saisonale Allergien und so weiter und so fort. Alles mit Arztberichten und Blutwerten, Auszügen und solche Sachen. Schaut euch sehr gerne wieder nochmal an. Da versteht ihr jetzt alles nochmal. Ich möchte heute mehr auf die Ursachen noch mal ganz kurz eingehen und auf die Therapie, was man dann wirklich machen kann, wenn ihr zu der einen Gruppe oder der anderen Gruppe gehört. Ja? Und deshalb möchte ich noch mal ganz kurz hier einen Überblick verschaffen, Review-mäßig aus meinem alten Video, welche Gruppen gehören so gesehen zu den TH1, T-Helferzellen 1, Überschusserkrankungen und dessen Botenstoffe, die dann vermehrt ausgesendet werden, TH1, Interferon Gamma, gehören diese Krankheiten hier alle. Ja, das sind Autoimmunkrankheiten vor allen Dingen, Multiple Sklerose, Diabetes Typ 1 und so weiter und so fort. Bei TH2, T-Helferzellen 2 Überschuss, ja, das heißt, diese senden dann den Botenstoff Interleukin 4 aus. Ja. Und wenn das vermehrt vonstatten geht, dann kommt es zu diesen Krankheiten, seht ihr hier einmal. Ja. Gerade saisonale Allergien vor allen Dingen und solche Sachen, ja. TH2-Überschuss, testet kein Arzt darauf. Ja? Bleibt im Video auf jeden Fall dran, damit ihr wissen könnt und solltet und erfahrt, was man dort tun kann. Hier nochmal eine ganz kurze Übersicht, wo man so den Slide auch sehr gut sehen kann. Ja? Das ist die Abbildung 1, sehen wir hier. Ja, so. Und jetzt starten wir mal. Hormone ist so das Thema, wo die wenigsten wirklich so, es ist wirklich so warm, auf dem Schirm haben. Ja? Es ist so, dass niemand seine Hormone jemals getestet hat. Es wird immer nur standardmäßige Blutuntersuchungen gemacht. Hast du schon mal deine Hormone jemals getestet? Und sie haben extremen Einfluss auf die Manifestation von Krankheiten, wo Ärzte jahrelang rumdoktoren und dass die Ursache kann in den Hormonen liegen. Das zeige ich euch jetzt einmal. Und zwar, ein besseres Beispiel kann man nicht nehmen als die Schwangerschaft. Keine Sorge, es geht dich trotzdem was an. Das ganze Video hier und dieser ganze Abschnitt jetzt hier, obwohl es um Schwangerschaft geht, weil es ist nur ein Extrembeispiel, dir zu demonstrieren, eventuell sind deine Hormone ebenfalls so extrem wie bei einer Frau in der Schwangerschaft oder sowas. Ja? Und das kann der Grund sein zur Erklärung deiner Krankheiten, wo sonst jahrelang rumgedoktert wird und irgendwelche Medikamente verschrieben werden. Also, es ist eben so, dass vermehrt bei Schwangerschaft tritt eine Erkrankung so gesehen auf und das ist Allergien. Ja? Frauen haben so häufig Allergien wie nie in der Schwangerschaft und danach gehen sie auch nicht mehr weg. Und das ist ganz klar ein Zeichen von TH2-Überschuss. Ja? Wenn zu viele T-Helferzellen gebildet werden, die dann das Interleukin 4, das Zytokin quasi, der Botenstoff aussondern und der dann für die Allergien sorgt. Und das ist vermehrt in der Schwangerschaft so. Und warum ist das halt eben so? Weil dort vermehrt Östrogen und Progesteron ausgesondert wird, exkremiert wird, ja, in den Körper. Und das Problem ist das, dass Östrogen und Progesteron TH2 fördert und Interleukin erhöht. Und damit vermehrt zu Allergien kommt es, wenn zu wenig Testosteron natürlich da ist. Das ist der Gegenspieler, der in Richtung TH1 wieder geht, ja. Ebenfalls aus dem Ärzteblatt und Auszug von 2016, einmal hier im Dezember. Die Schwangerschaft ist mit einer der erheblichsten Umstellungen des Hormonhaushalts verbunden. Der Progesteronspiegel steigt um das 10- bis 15-fache und der Körper wird mit Östrogen überflutet. Und zwar in der Menge, die die gesamte Produktion während des restlichen Lebens übersteigt. So, und hier sehen wir auch nochmal ganz verdeutlicht, in der Schwangerschaft steigt das Östrogen und dementsprechend auch das Interleukin 4, was der T-Helferzellen 2-Überschuss hindeutet. Und der Dominanz natürlich, ja. So, und dann kommt es natürlich auch, Allergien und Asthma vor allen Dingen, ja, ist die Ursache. Und das ist das, was viele dann halt eben erfahren, ja. So, und damit die häufigste Atemwegserkrankungen bei Schwangeren ist, seht ihr hier auch, wie kann es anders sein, natürlich Asthma. Und zwar ist es so, dass Östrogen und Progesteron
diese erhöhen und der Gegenspieler Relaxin ist. So, jetzt abschließend. Was könnt ihr aus diesem Kapitel lernen? Also, wir sind alle nicht schwanger. Vielleicht, ja, wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Aber was ich damit sagen will ist, du solltest deine Hormone checken lassen. Hast du Autoimmunkrankheiten, Allergien auf irgendwelche Krankheiten, die ich gerade vorhin eingeblendet habe nochmal? Dann lass zuerst deine Hormone checken, ja? So, denn wieder als Beispiel der Schwangerschaft, wo es enorme Disbalancen geht, ja, zwischen den Hormonen, kommt es laut Wissenschaftlern hier zu Beobachtungen, dass vermehrt in der Schwangerschaft Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder Diabetes Typ 1, rheumatische Arthritis besser werden. Sie werden besser in der Schwangerschaft. Warum? Weil in der Schwangerschaft durch das Östrogen, durch die Disbalance der Hormone, plötzlich mehr TH2 in den Körper geflutet wird. Und Multiple Sklerose und so weiter sind Autoimmunkrankheiten, die vermehrt entstehen, wenn zu viel T-Helferzellen 1 im Blut zirkulieren. Versteht ihr? Das ist kein Zufall, ja? Das ist wirklich kein Zufall, ja? Im Umkehrschluss natürlich Testosteron senkt das IL-4, ja? Beziehungsweise ist der Antagonist dazu, ja? So. Also, was sollte man testen? Testosteron, genau genommen Dihydrotestosteron. Das ist das Aktive, das noch durch die 5-Alpha-Reduktase erstmal entsteht, ja? So. Dann natürlich Östrogen, Progesteron und Relaxin. Diese vier Sachen sollten getestet werden, so erleidest du unter irgendwelchen Krankheiten. Als Tipp von mir. So, machen wir mal weiter. Wichtig ist noch Übergewicht. Übergewicht, gerade Männer, die übergewichtig sind, leiden oftmals an einem Östrogenüberschuss, was zu ungünstigen Formationen des Körpers auch führt. Und damit natürlich auch vermehrt TH2-Überschuss, ja, von daher vermehrt anfälliger werden für allergische Reaktionen zum Beispiel, vor allen Dingen saisonal. Von daher an Übergewicht ebenfalls abbauen. Tipp Nummer 2. So, und vor allen Dingen dranbleiben, denn im Laufe des Videos zeige ich euch noch eine Liste mit allen Stoffen, die laut klinischen Befunden mit Patienten durchgeführt worden sind und zu prozentualer Verbesserung geführt hat. Ja, der bestimmte Stoff für den und den Zeitraum hat zu so und so viel prozentiger Verbesserung geführt. Zeige ich euch gleich eine Liste mit allen Stoffen. Ja? Zum Beispiel, wenn du saisonale Heuschnupfen oder sonst was hast, ja, dann zum Beispiel Richtung TH1-Push. Was hilft dir, Richtung mehr TH1 in deinen Körper zu bringen, ja? Oder halt bei Autoimmunkrankheiten, ja, Multiple Sklerose. Was hilft dir, da Richtung TH2 zu kommen, ja? Von daher ganz, ganz spannend. So, jetzt kommen wir aber nochmal ganz wichtig zu der Ernährung, ja? Wir haben gerade gelernt, Hormone testen, Übergewicht vermeiden. Das führt zu Hormondisbalancen. Des Weiteren, jetzt kommt, nee, ey, bitte nicht. So, Fliege weg, Wespe weg. So, Wespe in die Flucht geschlagen, also ohne Schlagen halt, nur Flucht. Was ich aber sagen will ist, es kommt zur Ernährung. Ernährung, ganz großer Teil, und jetzt kommt was, was viele nicht so auf dem Schirm haben, wie wichtig doch eine bestimmte Ernährungsform ist. Und zwar, ich möchte noch ganz klar sagen, jetzt wieder nicht gleich direkt abschalten oder sonst was, ich muss ganz kurz noch ins Detail gehen. Also, es ist so, dass bei TH1 die Zellen, die T-Helferzellen, einen Botenstoff aussenden. Der heißt Interferon Gamma. Damit rufen sie, was die anderen Zellen zu tun haben. Und wenn davon zu viel ist, entstehen die Krankheiten, die ich gerade gesagt habe. Multiple Sklerose, Autoimmunkrankheiten und so weiter. So, wichtig, sie haben ebenfalls Einfluss, weil dann werden ja Antikörper gebildet. Gegen das, der ruft ja irgendwas, ey, hier, das muss bekämpft werden. Dann werden bestimmte Antikörper gebildet. Durch den Ruf, durch das Zytokin der T-Helferzellen. Das Interferon. Ja? So. Und das sind dann die IgG1 und IgG3. Das kann man sich ganz einfach melden. TH1, IgG1 und 3 ungerade immer. Ja? So. Und bei T-Helferzellen 2 dementsprechend, das Interleukin ruft wieder und hat dann dementsprechend die geraden. Also IgG2 und IgG4 wegen T-Helferzellen 2. Kann man sich gleich merken, das sind die Antikörper, die gebildet werden. Und es ist erheblich, welche Einfluss die Ernährung hat auf die Sekretion, das heißt die Ausscheidung, das Freiwerden von Antikörpern, wenn du was isst, und damit natürlich auch die Stimulation Richtung TH2 oder TH1. Und das machen nur Lebensmittel, welche du isst. Und zwar, ich möchte das hier einmal kurz zeigen. So, und zwar wurden Blutproben genommen von Menschen, die schon Allergien haben, schon sensibilisiert sind da in die Richtung. Ja? So, und dann der heutige, ganz ruhig, Patrick. Alle kommen zu Wort.
Dort haben sie gegessen, 9 Probanden, 9 Proben, 9 Samples, 9 Blutserenproben wurden genommen. Rohes Fleisch, ja, 10 Einheiten der Antikörper Richtung TH2. Ja. Und bei Wurst ein verarbeitetes Lebensmittel bei 90 Faktor. Viel mehr Antikörper wurden ausgeschüttet, wenn du das verarbeitete Lebensmittel, das nicht rohe Lebensmittel konsumiert hast. Und damit Faktor 9 erhöht. Machen wir weiter. Rohe Erdnüsse. 20 im rohen Zustand. Faktor, ja, Punkte, Ausschüttung von Antikörpern. Später Erdnussbutter, ein verarbeitetes Lebensmittel, 90. Ja, wir sehen wieder Faktor 4,5 so hoch, circa, ja, wenn du das gekochte Lebensmittel isst. Rohe Soja, 10. Sojasauce, 60. Ja. Pekannüsse, 24. Und später 112, wenn sie gegart sind. Lachs roh 30, gekocht 130, Schrimps 25, später 135, wenn sie gekocht ist. Und wie ihr seht, der Trend geht ewig so weiter, auch mit anderen Lebensmitteln hier noch. Was ich damit sagen will, Ernährung hat maßgeblichen Einfluss auf die Ausschüttung von Antikörpern. Und vor allen Dingen, das Wichtige ist auch, dass diese Antikörper, die dann vermehrt auftreten, wieder reagieren mit AGEs, das wird jetzt hier zu weit führen, aber auch mit körpereigenen Proteinen. Und die dann so gesehen vermehrt wieder zu Autoimmunkrankheiten oder sonst was führen können. Denn hohe permanent Starten von vielen Antikörpern ist sicherlich nicht gesund für deinen Körper. Ja? Also fassen wir nochmal kurz zusammen. Hormone sind extrem wichtig und sollten definitiv getestet werden. Und mehr. Darauf sollte viel mehr aufmerksam gemacht werden von den Ärzten. Ja? Des Weiteren Übergewicht vermeiden, darauf kommt es zu Hormondisbalancen. Und des Weiteren, man sollte vielleicht mal probieren, etwas rohe Nahrung zu integrieren und schauen, was mit dem Körper passiert. Denn es hat auf jeden Fall Einfluss auf TH1 und TH2. Kommen wir nun zum Thema Glutathion, ganz wichtiger Faktor. Meines Erachtens das wichtigste Molekül bei uns im Körper. Es steht und fällt alles mit dem Glutathion-Status bei dir im Körper. Es gibt kein Molekül, was so viele Aufgaben hat und erfüllt. Und was sofort, es ist quasi wie der große Bruder. Wenn irgendwas ist, irgendeine Krankheit hast, wie auch immer, sinkt sofort das Glutathion bei dir. Weil es sofort in Mitleidenschaft bezogen wird. So, es ist wichtig ebenfalls für intrazelluläre Bekämpfung von Bakterien, Viren und so weiter, habe ich im ersten Video erklärt, weil es schiebt alles Richtung TH1. Ja, es begünstigt TH1, das heißt vielleicht wahrscheinlich gut bei saisonalen Allergien oder sonst was. Doch das Faszinierende dabei ist, dass zum Beispiel, wenn du zum Beispiel eine Multiple Sklerose hast und dann halt irgendwas nimmst, was TH1 begünstigt ist, ja? Und dann noch was nimmst, zum Beispiel Glutathion, was TH1 ja noch pusht. Warum wird die Multiple Sklerose trotzdem positiv beeinflusst? Und das kann eben nur das Glutathion, das kann mit verschiedenen Stoffen, mit verschiedenen Erkrankungen passieren. Zum Beispiel Diabetes Typ 1, Parkinson und so weiter. Schauen wir uns das ganze Extrembeispiel hier mal an. Und zwar geht es hier um HIV-Erkrankte, die noch Tuberkulose haben. So, und wie wir gelernt haben, HIV-Virus befällt die T-Helferzellen 1. Die tötet sie. So, und damit natürlich der Status von Interferon-Gamma, das, was die TH1-Zellen ja aussenden, um Hilfe zu rufen, sinkt natürlich auch, weil das Virus diese dezimiert und wegknuspert. So, und genau genommen wurde dann dementsprechend gegeben, liposomales Glutathion, also Glutathion kann man nur liposomal oder intravenös geben, sonst wird es vom Körper nicht aufgenommen, ist ein Tripeptid, im Magen-Darm-Trakt werden die Tripeptid quasi zersetzt. So, von den Pepsinen. Auf jeden Fall möchte ich damit sagen, dass die Erkrankten allgemein einen sehr niedrigen Glutathionspiegel schon von vornherein hatten. Ja? HIV-Erkrankte haben einen sehr niedrigen Glutathionspiegel, so gut wie jede Krankheit. Diabetes, Multiple Sklerose, die haben alle niedrige Glutathionspiegel, grundsätzlich. Warum? Weil dabei vermehrt Entzündungen, Radikale im Körper entstehen, die gepuffert werden müssen, wodurch natürlich Glutathion, das ist das wichtigste Antioxidant bei uns im Körper. So, schaut man sich den Botenstoff an, der T-Helferzellen 1, ja, dann sehen wir das Interferon-Gamma, ja, das heißt die Immunantwort innerhalb der Zelle, die ja gegen den Virus kämpfen will, ja. Denn der Virus ist ja in der Zelle da, so. Und wir sehen hier, dass das Interleukin 12, was wichtig ist für die Entstehung von neuen T-Helferzellen, die gegen das Virus ja kämpfen können, und vor allem das Interferon-Gamma, die Stimme des Interleukins Hilfe zu holen, beides herabgesetzt ist bei dem HIV-Erkrankten. Jetzt wurden Gruppen gebildet, Placebo vorher und dann nach 3 Monaten und dann liposomal vorher und dann nach 3 Monaten. Und wir sehen maßgeblich massiver Anstieg von
Interleukin 12, was jetzt wieder hilft, neue T-Helferzellen aufbauen zu können und vor allen Dingen von der Stimme, dem Zytokin, ja, dem Botenstoff, das Interferon Gammas, ja, der T-Helferzellen, erheblich wieder gestiegen. Genau genommen Faktor, das habe ich jetzt hier nicht notiert, Mist. Es war vorher, glaube ich, Interleukin 12 war achtfach zu niedrig und später dreifach erhöht. Und genau das gleiche bei Interferon Gamma, der Stimme, dreifach zu niedrig, später zweifach erhöht. Gut auswendig noch gelernt, Patrick. Das finde ich einfach Wahnsinn, was das macht. Wie es wieder reguliert den TH1 und TH2-Switch, ja? So, jetzt könnte man ja sagen, ja, gut, ist ja alles schön und gut, ne? Es hilft dem TH1 wieder nach vorne zu bringen, das Glutathion. Aber was hat das für Auswirkungen auf die Erkrankungen, die ja für einen TH1-Überschuss entstehen erstmal? Das möchte man ja gar nicht, wenn das schon TH1 auch induziert, das Glutathion. Und dazu gibt es hier wissenschaftliche Erkenntnisse. Und zwar, dass Glutathion zum Beispiel die Erschöpfung, ja, von Glutathion erstens zu TH2-Überschuss führt. Ja? Damit ist das nochmal verifiziert, dass es ganz klar Richtung TH1 eigentlich geht. So, und jetzt, interessant, wissenschaftliche Erkenntnisse. Nicht ohne Grund spielt Glutathion-Reduktase, das ist das Enzym, welches das Glutathion reaktiviert, eine Rolle bei der Therapie oder Diagnose bzw. Schweregrad der Krankheit, das Enzym, welches Glutathion wieder reduziert. Ja? Und das ist nicht ohne Grund so, Multiple Sklerose hier. Ja? Darüber hinaus stellt Glutathion ein interessantes therapeutisches Ziel zur Bekämpfung von oxidativen Stress dar, und zwar nicht nur in der entzündlichen Anfangsphase der Krankheit Multiple Sklerose, sondern auch bei der Prävention der neurodegenerativen Prozesse, die mit fortschreitender Multiple Sklerose einhergeht. Und wir sehen hier, trotzdem hat es einen Einfluss, einen positiven Einfluss. Ja? Das ist wirklich eine Sonderstellung hier von Glutathion an dieser Stelle. Ja? So. Ich hätte auch andere Krankheiten nehmen können, Parkinson, Diabetes und so weiter. Es spielt quasi immer nur der Glutathionspiegel eine Rolle, inwieweit der Schweregrad der Krankheit voranschreiten wird. Weil natürlich diese immer mit Entzündungen vorhergehen, gerade mit Radikalbildung, auch bei Zuckerkrankheiten und so weiter. Und damit, wenn das nicht ausreichend gepuffert wird durch Glutathion, dann ist der Verlauf einfach Nervenschädigung und so weiter, kann schneller vonstatten gehen. Ja? Das ist einfach so. So, von Hormonen über Übergewicht, ja, über Ernährung, ja, über den wichtigsten Stoff bei uns im Körper, meines Erachtens Glutathion, kommen wir nun zuletzt zum Darm. Und zwar, es gibt viele Studien, die zeigen Richtung Haut, Richtung Allergien und so weiter und vor allen Dingen auch Richtung TH1 oder TH2-Switch, der beeinflusst wird durch die richtigen Bakterien im Darm, sehen wir hier. Und vor allen Dingen jetzt ganz wichtig, ich zitiere mal ganz kurz, wie wichtig Darmbakterien sind. Hört mal ganz gut zu. Mehrere der untersuchten Immunparameter wiesen in Kontrollgruppen auf Anzeichen einer vorherrschenden, also Immunoseszenz ist quasi langsam schlechter werdende Immunkraft, ja, und einer polarisierten TH2-Antwort hin, die durch die Wiederherstellung der TH1- und TH2-Hämostase bei LR-Supplementierung wirksam verbessert wurde. Was ist LR? Lactobacillus rhamnosus. Und das ist ein Bakterium, was wir bald rausbringen werden. Ja, wir haben bald eine ganze Reihe von Probiotikern, die kommen werden, die von einer Mikrobiologin extra für euch zusammengesetzt worden sind quasi. Und vor allen Dingen ist es wichtig, es sind ganz gezielte Bakterien, die synergetisch quasi funktionieren und nicht einfach ein Cocktail von allen möglichen Bakterien in eine Tablette gepresst, die sich alle gegenseitig aufheben und keiner kommt zur Ansiedlung. Es ist so sinnlos eigentlich, ja. Wir haben wirklich nur die speziellen Bakterien für bestimmte Anforderungen quasi, ja. Für Haut, für Gewichtregulation und so weiter, TH1, TH2-Switch, ja. Also, das wird nochmal ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Vor allen Dingen sind auch Bio, ja. Vor allen Dingen ganz wichtig, dieses Bakterium haben wir extra mit reingenommen, ja, weil es so entscheidend ist, ja. So, kurze Zusammenfassung. Hier seht ihr nochmal die ganzen Stoffe, die ich versprochen habe. Hier seht ihr die ganze Liste, die ich eingeblendet habe bei TH1-Überschuss, was man haben will, oder TH2, wo man es in welche Richtung man gehen will. Könnt ihr gleich gerne mal auf Pause drücken. Habe es aber auch unten alles verlinkt für euch. Da könnt ihr auch nochmal draufklicken. Da habe ich auch mal die Quelle, wo ihr das nochmal nachlesen könnt, ja, wenn ihr da Bedarf habt. Ja, jetzt könnt ihr eure Krankheiten, so gut es geht, eurem Arzt vorstellen und mit ihm diskutieren oder was ihr auch immer machen wollt. Ich habe euch alles in die Hand gegeben. Meines Erachtens die wichtigsten Parameter. Hat mir sehr viel Zeit gekostet, dieses Video. Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt auf purazell.de und dort meine liposomalen Supplements vor allen Dingen auch probiert oder Tees oder Mahlzeitenersatzprodukte oder Müslis oder Kräuter oder wie auch immer. Bald unsere Probiotika auf jeden Fall. Haltet die Augen offen. Bis gleich auf purazell.de. Dankeschön für deine Unterstützung. Bis zum nächsten Video. Ciao.